Sieh, ich werde Atem in euch hineinkommen lassen, damit ihr lebendig werdet. Hesekiel 37, Vers 5. Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Sehe, ich werde Atem in euch hineinkommen lassen, damit ihr lebendig werdet. Wenn wir die Gedanken des Heiligen Geistes in unsere Gedanken einatmen und in der Salbung des Heiligen Geistes leben, wie Jesus es getan hat, dann wird sich zeigen, dass wir im Heiligen Geist sind und wir werden seine Werke tun. Denn an unserer Frucht wird man uns erkennen. Ja, an unserer Frucht wird man uns erkennen. Und der Heilige Geist, möge er auf dir sein, wird machen, dass dein Herz brennt. Es wird machen, dass du genauso bist wie er. Denn so wie er sind, so sollen wir sein in dieser Welt. Wenn wir im Geist sprechen, dann spüren wir das Feuer, das in den Herzen der beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus brannte, als Jesus mit ihnen ging. Schau mal in Lukas 24, Verse 13 bis 32, wie dort geschrieben steht. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Ja, es ist unglaublich und doch so wirklich. Denn die Heilige Schrift offenbart dir eine Tiefe und sie offenbart dir, wie du sein sollst und wie es dir gehen wird. Denn immer sollte unser Herz brennen für die Schrift, für Gott Vater. Ja, für die Tat, die Jesus für uns vollbrachte. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen, einzigen Sohn in diese Welt schickte, um alle Sünde von uns zu nehmen, um uns zu befreien, ja, auch um dich zu befreien. Es gibt eine Stelle, wo wir gesalbt und begleitet vom Geist leben können, wo unsere Worte Kraft bekommen. Und berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet mit Geist erfüllt. So steht es in Epheser 5, Vers 18. Mit dem Geist erfüllt zu werden, ist ein wunderbares Vorrecht, was wir haben. Und dieses Vorrecht müssen wir annehmen. Johannes musste auf der Insel Patmos im Geist sein, damit ihm die Offenbarung, das Buch der Offenbarungen, gegeben werden konnte. Offenbarung 1, Vers 9 bis 10. Was bedeutet es für diese unsere Generation im Geist bewahrt zu bleiben? Also alles menschliche Nachdenken und alles menschliche Wissen kann nicht mit der Kraft des Lebens verglichen werden, das im Geist geführt wird. Denn da, wo unser menschliches Denken an Grenzen stößt, ja, da kommt der Geist und öffnet uns Türen und führt uns über das Wasser. Im Geist haben wir Macht zu lösen und Macht zu binden. So steht es in Matthäus 16, Vers 19. Es gibt eine Stelle, an die der Heilige Geist uns bringen kann, an die er uns bringen will, wo wir nicht anders sein können als im Geist, aber das ist eben nur im Geist. Nun, in Matthäus 16, Vers 19 lesen wir, dass Jesus eigentlich sagt, ich gebe dir Macht zu binden und ich gebe dir Macht zu lösen. Dies ist eine Macht, die viele Christen, viele Nachfolger Jesu noch nicht in Anspruch nehmen. Und wir werden diese Manifestation des Geistes auch nicht in Anspruch nehmen können, wenn wir nicht im Geist leben. Wann bist du in der Lage zu binden und zu lösen? Nur im Geist. Du kannst nicht in menschlicher Stärke oder mit dem natürlichen Verstand binden. Nun, die Macht des Geistes fehlte Jesus nie. Nun, aber ich habe das Gefühl, dass sie in vielen Christen heute mangelt. Möge Gott uns helfen. Möge Gott helfen und seinen Geist ausschütten, sodass diese Kraft in dieser Vollmacht zu leben allen Nachfolgern Jesu gegeben ist. Der Geist des Herrn ist auf mir. Lukas 4, Vers 18. Geliebte Schwester, geliebter Bruder, eine große Bestimmung war mit dem Geist verbunden, der auf Jesus war. Und ebenso ist eine besondere Bestimmung mit deiner Taufe im Heiligen Geist verknüpft. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind Glieder seines Leibes. Und durch diese wunderbare Taufkraft, die uns zu Teilhabern seiner göttlichen Natur macht. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott mit einer feurigen Mauer um uns ist, um uns zu bewahren vor allem Bösen. Schau dir Hesekiel 37 an. Das Einzige, was Hesekiel tun musste, war im Geist zu sein. Und während er im Geist war, kam es über ihn
zu den trockenen Knochen zu prophezeien und zu sagen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Und als er nach dem Gebot des Herrn prophezeit hatte, sah er, dass sich ein sehr, sehr großes Heer auf die Füße stellte. Der Prophet gehorchte Gottes Gebot. Und alles, was wir auch heute tun müssen, ist genau das, nämlich Gott zu gehorchen und diese Rebellion im Herzen, nämlich den eigenen Weg zu gehen, uns von Gott abzuwenden. Das ist es, was uns davon fernhält, in der Kraft des Geistes zu leben. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Lukas 18, Vers 27. Jeden Tag bete ich zu Gott, dass der Geist auf den gesamten Leib doch einmal in einer Art und Weise ausgeschüttet sein möge, dass ja das Leib und Seele heilig bewahrt werde und dass der ganze Leib endlich feurig sein möge, immer bereit mit der Salbung nach dem Wort Gottes zu agieren, die Vollmacht anzunehmen und wahre Nachfolge Jesu anzutreten. Wenn das nicht so ist, haben wir keinen göttlichen Auftrag mehr. Und dann sollten wir einfach erneut rufen, bis die Herrlichkeit wieder auf uns alle kommt. Denn der Leib Christus, die Gemeinde Gottes, hat so einen großen Auftrag hier. Und der ganze Leib soll durchdrungen sein von neuer Kraft in diesem Moment und so auch du, wenn du bist Teil des Leibes Christus. Lass uns gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesus rufe ich zu dir. Schütte deinen Geist über mir aus. Ich will deinen Geist atmen. Ich will deinen Geist auf meine Seele kommen lassen und dein Leben führen in deinem Willen. Gott, Vater, im Namen Jesus, vervollkomme mich und mache mich durch deinen Geist so wie Jesus. Denn so wie er ist, so will ich sein in dieser Welt. Im Namen Jesus. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen? Wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.